Oi, oi, oi. Oi. We're back. Oh, Deutsch, Patrick, Deutsch. Verdammt, wir sind zurück in Fallout. Und mit Jericho natürlich bei unserer Seite. Alles klar, Jericho? Warum stehen wir hier rum, wenn es überall jede Menge Action gibt? Jede Menge Action. Jede Menge Action will er haben. Stürzen wir uns in die Action. Ja, ja, Action. Action ist jetzt mal... Oh. Nein, nein, machen wir zuerst das Wichtige. Ist zuerst mal diesen Waffenschrank hier. Oi. 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 Schauen wir, ob wir das überhaupt schaffen. Wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich gleich mal hier. Passt. Warum habe ich das Gefühl, als würde ich das jetzt vermasseln? Nach links. Zu weit. Nach rechts wieder. Mist. Mist. Oh Gott, okay. Schrotpatronen und Siegesgewehr. Siegesgewehr. Das Siegesgewehr haben wir uns jetzt geholt, meine Damen und Herren. Bei der Hütte, wo wir letztens schon drüben waren. Mit dem wird jetzt ein bisschen gespielt. Außer es ist gleich wieder das Reservistengewehr. Verdammte Haklermann. Ich habe gemerkt bei der letzten Folge, dass meine Blaze so überhitzt war und mein PC, dass die Audioqualität ein bisschen runtergeschraubt hat. Jedes Mal, wenn ich geredet habe, hat man das dann gehört, wie überhitzt alles im Hintergrund ist. Okay, schauen wir es uns an, ob es das die gleiche Muni braucht wie das Reservistengewehr. Hm. Ja. Ja. 33 Schaden. 32 Schaden. Ist nämlich das ganz gleiche. Ist ja das ganz gleiche eigentlich. Na okay, so schaut das. Fresse. Gefunden ein. Ach, egal. War nichts. Okay. Okay, das war's nicht wert. Kann ich theoretisch verkaufen. Oder aufbehalten und durchwechseln. Das war es nicht wert. Wir sind noch in der Zeit der Spiele, wo die Special Weapons noch keine Special Darnungen gehabt haben. Okay. Was ist das? Fixkopen geht wieder halt. 69 Ammo. Nice. Okay, ich suche eine Stadt, wo ich was verkaufen kann. Es ist, wenn dann Paradise Falls wäre nicht so schlecht, aber ich glaube, das ist nicht hier ganz in der Nähe. Draußen gibt es zu viele freie Flächen, das gefällt mir nicht. Ah. Wir haben Jericho noch immer mit. Der wird auch nicht ausgetauscht, glaube ich. Raider natürlich, was sonst? Und wie schwierig hin? Oh! Oh! Habt ihr das gesehen? Krass! Hast du das gesehen, Jericho? Hast du das gesehen? Jede Menge Action hat es gerade gegeben. Nur für mich. Krass. Krass. Das kommt in die Montage. Huh. Jede Menge Action. Jede Menge verdammte Action. Verdammt. Ich glaube, ich werde doch dieses Sniper behalten und das andere weggeben. Einfach nur wegen dem Clipgrab. Yes. Yes. Es wird immer schwieriger, an gottverdammte Zigaretten zu kommen. Die habe ich alle auf mir gelagert. Aber du kriegst davon nichts. Gar nichts.
hat meine Stimme wieder versorgt. Mist. 20 Minuten Alex aufgenommen in Englisch. Keine Probleme gehabt mit der Stimme. Und jetzt ist sie sofort tot. Ein bisschen Fallout. Was nehmen wir? Granaten haben besser. Ich dachte mir, das können noch nicht alles meine Granaten gewesen sein. Der fette Schaden hier. Oh. So viel Action wieder. Da schießt ein Raketenwerfer rum. Das macht da gerade so viel Granatenschaden. Ist nicht der gescheiteste Supermutant. Okay. Habe ich die erste echt verfehlt? Oh. Der wird mir doch nicht ins Gesicht schießen, oder? Nein, wird er nicht. Raketenwerfer, so nutzlos. Oh. Meine Damen und Herren, Jericho, ich habe die Action gefunden. Warum stehen wir hier rum, wenn es überall jede Menge Action gibt? Action, Action, Action. Ja, stürzen wir uns in die Action. Ah. Da ist ein Fuß. Da ist ein Sturmgewehr. Da ist ein Fuß. Der gleiche. Nein. Muss der andere sein. Okay. Wo ist dieser Sniper? Säiges Gewehr. Lass mir darüber. Und wo ist mein kleines Gewehr? Das wird fast nie benutzt. So viel darauf hingearbeitet. Okay, das ist Zuckerbomben will. Sollte es kühler sein, ist es auch. Deswegen sollte der PC und die Blaze nicht so schnell überhitzen. Viel tot hier. Okay. Hier drüben ist noch ein Ort, den ich noch nicht abgecheckt habe. Irgendwo muss. Ich werde sie so richtig schön. Oh, 2 EP. Wird besser wieder. Kann man auch immer nicht looten für Altmetall. Mist. Mist. Okay, was gibt's hier? Noch Brücke aus. Ich hab was gesehen. Hier draußen. Wollen
Sie mich verarschen? Verdammt, bist du denn noch nicht tot? Steht doch nur. Das da ist schwer zu treffen. Komm her, Kleiner. Oh. Braucht gar keine Pfeilpistole, um den zu verkrüppeln. Es wird wieder dunkel. Mist. Okay. Hinter dem Felsen. Das war schlecht. Okay, er ist stehen geblieben aus irgendwelchen Gründen. 10 Milli, warum nicht? Perfektes Screenshot für ein Thumbnail. Hopp. Mach ihn weg, mach ihn weg. Zweitgefährlichstes Tier in diesem Spiel. Der Fleisch. Küchen. Sieht aus ein bisschen besser. Luca. Oh. Echt trinken. Oh. Okay. Was gibt's hier? Oh. Habe ich noch nie gesehen. Muss auf jeden Fall runter. Ah, es ist dunkel, verdammt. Das da drüben habe ich auch noch nie gesehen. Wahrscheinlich die Ridex brauchen. Eindeutig. Hier war ich auf jeden Fall noch nie. Ist das das Beste, was du drauf hast? Wollen Sie mich verarschen? Das Ding hat Leben. Habe ich meinen Flammenwerfer mit? Der wäre perfekt. Nein. Leider. Kampfflinte. Lang niemand mehr umgelegt. Oh mein. Nur Ameisen. Und Radioaktivität. Nie von dem Ort gehört hier. Oh, Nuka-Cola.
Anscheinend interessiert ihn nicht dieser Red Kakelake. Und Brox brauchen wir in dem Fall auch. Mist. Haben wir verklickt. Brauche ich Blechdosen. Altmetall. Serpentin, Blechdosen. Serpentin sollte auf Jericho, glaube ich, sein. Blechdosen sind überall zum Beult. Blechdose. Ja, was gibt? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Perfekt. Fettes Pussy. Alles weg. Perfekt. Okay. Und jetzt gehen wir durchfisten. Oh, warte, nein. Mobilklinge. Da habe ich Reparatursachen. Taktisch, immer schön taktisch bleiben. Schutzanzug da drin. Das heißt, es kommt mehr Strahlung wahrscheinlich auf uns zu. Come on. Open up. Nur Coca-Cola muss eingekühlt werden. Rolex. Gar nicht so schlechte Loot für so einen kleinen unbekannten Ort. Mehr Strahlen, Schutzanzüge. Los, gehen wir weiter. Okay, Boss. Oh. Oh, nice. No, red Buckies. Santa Lu dort. Sehr schwer, wirklich. Damit. Wir verklammern. Das gibt's ja nicht. Verdammt, wirklich. Ach, Mist. Ah, Mist. Ruiniert. Jetzt brauche ich echt einen Händler. Noch was, was wir noch nicht entdeckt haben. Ford Bannister. Warum sagt mir das was? Schauen wir rüber.
besser keine Brahmen zu legen hier, wenn das freundliche Leute sind. Fort Bannister. Ui. Und nichts aus, als wenn das freundliche Leute hier drin. Ah. Gut, dass ich geschaut habe gerade. Ich habe ihm die Beine weggeschossen. Oh ja, dieser Sniper kann was. Wahrscheinlich im Zelt drinnen. Da steht dann noch mein Raketenwerfer vor mir. Killt sie alle! In die Ecke mit dir. Und mein Spiel leckt gerade wie verrückt. Oh, der hat sogar noch Leben. Wo ist Jericho? Das Snap ist so gut. Das Sniper ist so gut. Wo ist Jericho? Das sucht wahrscheinlich einen anderen Eingang. Verdammt. Oh. Ja, er sucht einen anderen Eingang. Muss ich mitnehmen. Ich habe noch immer genug Platz. Das wird gleich richtig brutal, wenn der Jericho... mit den anderen Schlägern anfangen. Oh nein, Jericho, halt dich zurück. Jericho. Warum ist der Sniper so gut? Warum ist der Sniper so gut? Verdammt! Ich gleich was zum Reparieren. Verdammt, dem gute Loot. Ja, das ist ja schon mehr kaputt gerade. Ich habe gar keinen Platz für alles.
Ja, was denn? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Gratulation, Jericho. Du kriegst wieder bessere Rüstung als ich. Und die darfst du auch gleich tragen. Beide gleichzeitig. Schaut gut aus. Ich wusste gar nicht. Ja, das RPGs haben es fast ein bisschen scary. Der ist nur noch knockdowned worden. Und hat nicht mal Schaden genommen. Bisschen zurückziehen. Ich habe gerade keine Rüstung an, nämlich. Oh, ich bin ein Idiot. Da ist er. Verdammt, der wird schwer zu treffen. Der Krüppelt, verdammt, ist diese Waffe gut. Ich stelle mich gerade durch hier. Ah, mein Hund. Ich hab vergessen, wie beschissen hier alles ist. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Oh. Oh. Gefährlich. Verdammt, ist dieser Sniper gut. Ein bisschen an links drall, das heißt, ich muss ein bisschen nach links mehr schießen als nach rechts. Ja, manchmal nicht anscheinend. Wollen Sie mich verarschen? Ich werde dir den Arsch aufreißen. Krass. Wie hoch war die Chance? 52? Nehmen wir. Okay, unsere Wand. Mist.
Killt sie alle! Oh. Ich hab das Gefühl, der eine Typ liegt da drüben nur rum. Kommen wir rüber zu ihm, zur Sicherheit. Wie es ihm geht, mal Hallo sagen. Die Armrüstung schaut cool aus, deswegen werde ich jetzt reparieren mit allem. Bam. Ich hoffe, die ist auch besser. Kann ich, nein, ich kann noch immer nicht reparieren mit der. Okay. Wir sind draußen aus dem Stealth-Modus. Ja, das Sturmgewehr oder das Sniper ist auf jeden Fall OP, so hell. Naja, Mist. Raketenwaffe, 10 Milli. Ich brauche verdammte Bobby-Pins. Wir werden doch da wohl welche haben. Ah, Mist. Später. Ich brauche noch immer einen Händler. Was zur... Bin ich da in irgendwas reingetreten? Ja, wahrscheinlich ein Toter der Kompanie hier. Oh, Hund. Hast du Bobby Pins? Nein. Du, Bobby Pins? Auch nicht. Mist. Muss ich hier wieder zurückkommen dann mal. Überhaupt am Tag. Guter Messer. Habe ich die jetzt auf der Karte freigeschalten? Ja, passt. Okay, dann muss es hier irgendwo oberhalb sein, von der Ruine vom Befester. Oder um den Schrottplatz herum. Hier könnte es auch sein. Gehen wir hier rauf. Vielleicht ist hier. Well, da ist groß. Ich will das Paradies. Jeder will das Paradies. Mal abhängig, 12 Mal. Okay. Ist das der richtige Weg? Mist. Warte mal, wie habe ich das gerade geschafft? Das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass ich speichern kann. Ha, komisch. Können wir hier markieren? Schauen wir mal. Ich sehe noch nichts auf der Karte. Aber die Struktur würde so ausschauen. Ah, Skorpion auch. Ist nur kleiner, ist nur kleiner. Kernspaltungsbatterie habe ich mitgenommen, verdammt. Okay. Das schaut doch nach einer Stadt aus. Was bist du? Ein
Das ist doch Paradise Force Ride. Ich trippe nicht, oder? Tageslicht. Oh. Okay, anscheinend kann ich doch speichern. Noch nie gesehen. Was zum Teufel? Das ist Paradise Falls. Das ist ein verdammt guter Platz für einen Scharfschützen. Den gilt es im Blick zu behalten. Stopp! In Paradise Falls hat keiner was zu suchen, es sei denn, er treibt Sklavenhandel. Und ich entscheide, was Sklavenhandel ist und was nicht. Gute Entscheidung. Dann verpissen Sie sich und lassen Sie mich in Ruhe. Tut mir leid. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Verpissen Sie sich. Gehen Sie. Sie gehören nicht hierher. Au revoir. Klar? Sie brauchen nicht Ihre Muskeln spielen zu lassen. Ich habe nur geblufft. Wir wissen, wer Sie sind. Sie können reinkommen. Eine gut gemeinte Warnung. Benehmen Sie sich nicht wie ein Esel. Sie werden keine zweite Chance bekommen. Ach ja, ich habe ein Angebot, das uns beiden nutzen würde. Es wäre es wert, darüber nachzudenken. Ich habe hier dieses Mesmetron-Ding. Ist so eine Art Elektroschocker. Können Sie den für mich mal testen? Das sollte die Sklavenbeschaffung erleichtern. Sie nehmen diesen Messer, feuern damit auf irgendeinen Idioten und ziehen ihm dann, während er vor sich hindämmert, eins von diesen Halsbändern über. Vorsicht mit dem Halsband. Es explodiert, wenn man daran herumfummelt. Der Sklave soll es sofort rüberschieben, sonst sprengt es ihm den Kopf ab. Hier, eine Liste besonderer Ziele, die Eulogy für Sklaven will. Aber ich bezahle für jeden, dem sie ein Halsband umlegen und mir als Sklaven bringen. Großartig. Ich plaudere liebend gern noch weiter mit Ihnen. Was zum Teufel wollen Sie denn wissen? Sie haben schon alles verbraucht, was ich Ihnen gegeben habe? Meine Herren. Egal, ich verkaufe Ihnen 10 weitere für 200 Kronkorken. Ja oder nein? Können Sie jetzt auf... Woher soll ich das verdammt nochmal wissen? Hab's in der alten Militärbasis gefunden. Das ist eine Knarre, richtig? Also einfach zielen und abdrücken. Haben Sie schon mal ins Handbuch geschaut? Sie verschwenden gerne meine Zeit, stimmt's? Ich hab's aus einer Kiste in irgendeiner alten Militärbasis. Ich wollte das Ding schon immer mal ausprobieren, habe aber bisher nie die Zeit dazu gehabt. Übrigens, wenn ich mir das Handbuch so anschaue, scheint das Ding ein bisschen instabil zu sein. Danke, dass Sie es für mich getestet haben. Toll. Falls Sie weitere Fragen haben, lesen Sie das Handbuch. Falls Sie nicht lesen können, suchen Sie sich ein paar Raiders. Hab keine Zeit für Idioten. Zu welcher Zielperson wollen Sie denn was wissen? Susan Lancaster lebt im Tenpenny Tower. Sie war eine von uns. Sagen wir einfach mal, sie hat noch nicht die Ablöse bezahlt. Red ist diese heiße Doktormieze aus Big Town. Sie hat uns ein paar Versprechen gemacht, die sie nicht gehalten hat. Zeit, sie daran zu erinnern. Fleck war mal einer von uns. Denkt, er kann in River City ein neues Leben anfangen. Er hat uns nicht nur einmal verraten. Es ist Zeit, Rache zu nehmen. Großartig. War nicht meine Idee, den ganzen Tag über diese Sauigel zu reden. Bringen Sie mir einen dieser VIPs, dann bringe ich Sie nach Paradise Falls. Seit ich für Eulogy ständig den Aufpasser spielen muss, habe ich allerdings kaum noch Zeit, Kopfgeld einzusacken. Wenn Sie irgendwelche Sklaven auftreiben, werde ich die Vergütung gerne mit Ihnen teilen. Aber machen Sie keine Dummheiten. Ich bin es, der die Sklavenhalsband-Funksignale überwacht und neue Ankömmlinge registriert. Meine Herren, halten Sie eigentlich irgendwann auch mal die Klappe? Was wollen Sie denn wissen? Das Band sendet ein Funksignal nach Paradise Fall. Wenn ein Sklave in die falsche Richtung läuft, wird ein Knopf gedrückt und der Kopf macht Kaboom. Wurde ein Halsband einmal übergezogen, kann es unterwegs nicht mehr abgenommen werden.
Wenn man dran rumfummelt, explodiert es. Also, Finger weg. Hören Sie, ich habe Ihnen doch dieses Messmetron-Ding gegeben. Damit sollte es eigentlich kinderleicht sein. Verdammt, wenn Sie ihn mit diesem Ding eins überziehen, wette ich, dass die Leute wahrscheinlich drum betteln werden, es sich selbst anzulegen. Mir völlig wurscht, wem Sie es verdammt nochmal anlegen. Ich teile mit Ihnen das Kopfgeld für jeden Sklaven, den Sie uns bringen. Aber Sie können es den Leuten nicht einfach so überziehen, sondern Sie müssen sie zuerst betäuben. Benutzen Sie dazu den Met... Verstehe, verstehe. Okay, okay. Okay, er geht nur mehr rauchen. Ich hab's gesehen, wie er seine Shotgun zückt. Oh, suchen wir einen Händler. Alter, wir sind in Paradise Force. Paradies, Mann. Oh, das ist lustig. Ja, was denn? Du verpasst jede Menge Action hinter dir. Ja, stürzen wir uns in die Action. Ich kann ihn nicht durchsuchen. Was, bist du nicht auch rennen, Kind? Oh Gott, Sie müssen uns helfen. Holen Sie uns hier raus. Hey, 40. Was gibt's da zu glotzen, hä? Die kommen nirgendwo hin. Nicht mit den Halsbändern, die sie umhaben. Der Hornochse hätte das wissen müssen. Bin beschäftigt, also verpissen Sie sich. Sie müssen uns helfen. Ich kann nicht länger mit Ihnen reden, sonst erschießt er mich. Hände weg von der Ware. Okay, okay. Was gibt's hier drüben? Ich brauch nur Händler. Ich brauch Haarklammern. Das ist alles, was ich brauche. Sobald ich einen Händler habe, bin ich happy. 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 Ah, verdammt. Jetzt schaue ich dunkler aus und böser. Perfekt für diesen Ort. Was zum Teufel? Warum ist das gerade passiert? Ich dachte kurz, das sind Granaten. Hey, aufpassen, klar? Oder 40. Bin beschäftigt, also verpissen Sie sich. Wenn es ums Geschäft geht, reden Sie mit Unity. Immer mit der Ruhe, Killer. Klinik. Wollen wir hier rein zuerst? Gibt es sicher was zum Verkaufen? Boah. Dog. Und zu stehlen. Schlüssel, Schlüssel. Doch nicht. Hey, Dog. Sie sehen echt übel aus. Ich hoffe, Sie haben eine Stange Geld dabei. Erinnert mich an den alten Bluff. Hier eine Aufzeichnung. Eindeutig ein Scherz. Niemand hat die nötigen Geräte für eine OP ohne Infektionsrisiko. Oh, bitte überhitzt. Oder Blazy. Stimmt. Hier muss auf jeden Fall ein Arzt dran. Ein Glück, dass ich hier bin. Da wäre aber noch meine Bezahlung. 100 Kronkorken sollten genügen. Warum gehen Sie mir dann erst auf den Kick? Hey, das ist Ihr Körper. Tun Sie damit, was Sie wollen. Hat sie nicht wirklich, wirklich nicht Wichtiges zu sagen? 69 Geld. Not nice, actually. Freut mich, denn ich kann Ihre Kronkorken gut gebrauchen. Ha? Okay, ich gehe Sachen verkaufen. Peace out.